In einem meiner letzten Posts hatte ich was über gesunde Dehnung gesagt. Da ging es eigentlich um Verletzungen, die möglich sind, die passieren können, wenn wir zu intensiv dehnen. Das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, generell mal ein paar Techniken zum Thema Raumgewinn und Dehnung einfach hier zu platzieren. Heute soll es gehen um die 25 bis 30 Sekunden Regel. Stell dir vor, du dehnst. Du dehnst in eine Vorwärtsbeuge deiner Beinrückseite in die Länge. Der Muskel, der hier gedehnt wird, kommt auf Länge und das mit ihm verwachsene Bindegewebe, also auch deine Faszien, besitzen spezielle Rezeptoren, sensible Fasern, die sogenannten Golgi-Spindel oder Golgi-Rezeptoren, die die Bewegung des Gewebes messen, wie so ein Dynamo an einem Fahrrad. Und je stärker die Bewegung, desto mehr Spannung produzieren diese sensiblen Fasern. Und diese Spannung wird von der sensiblen Faser auf das Rückenmark umgeleitet, hoch zum Kopf sozusagen ge-emailt, damit der Kopf einen Ort- und Lagebericht bekommt. Stell dir vor, du schließt die Augen, ich heb dir einen Arm oder ein Bein an, dann weißt du auch, in welcher Lage ungefähr Arm oder Bein sind, weil du es spürst. So, diese Rezeptoren sind also auf der einen Seite für unsere sogenannte Propriozeption, unsere Körperwahrnehmung da, sie sind aber auf der anderen Seite auch dazu da, uns zu schützen. Findet eine Bewegung viel zu schnell und oder viel zu intensiv statt, dann wird dieser Strom, diese Spannung, die dort generiert wird, plötzlich so groß, dass die Spannung nicht mehr hoch geht, vom Sensorneuron hoch das Rückenmark zum Kopf, sondern sie wird von dem Sensorneuron, das ist diese sensible Faser, umgelegt an der Wirbelsäule auf das Motoneuron. Also die Faser, die den gleichen Muskel, der jetzt diese Dehnungsspannung aufgebaut hat, den gleichen Muskel anspricht, um ihn in die Kontraktion zu bringen. Das heißt also, ab einem gewissen Schwellenwert wird die Spannung, die über die Dehnung entsteht, nicht mehr nach oben geschickt, sondern an den gleichen Muskel, der gedehnt wird, 1:1 an Schutzspannung angelegt. Und damit schützt sich der Muskel reflektorisch selbst. Das nennt man einen Reflexbogen. Wie ist also jetzt optimale Dehnung? Wenn wir über diesen Reflexbogen hinaus dehnen, dann steigt die Gefahr, den Muskel zu traumatisieren. Ganz kleine Mini-Gewebeeinrisse. Und die werden dann repariert. Das gibt Muskelkater, das gibt ein ungutes Gefühl. Im schlimmsten Fall Muskelfaserriss. Wenn du unter diese Grenze kommst, also weit unter diese Grenze, dann versteht aber das Muskelfastensystem nicht, dass es eigentlich ein bisschen mehr Raum aufbauen soll. Also wo ist der ideale Punkt? Der ideale Punkt ist genau der, wenn du an diese Grenze rangehst, wenn du merkst, der Muskel beginnt seine Spannung zu erhöhen, an diesem Punkt bleibst du, drückst also auf die Bremse. Und jetzt stell dir das wieder vor wie ein Fahrraddynamo. Nach 25, 30 Sekunden ohne weitere mechanische Reizung, also ohne Bewegung, entlädt sich dieser Rezeptor. Und entladen heißt, dass er dir jetzt etwas mehr Raum wieder gibt. Also nach der 25 und 30 Sekunden Regel, nach diesen 25, 30 Sekunden unbewegt, gibt dann dieser Rezeptor wieder etwas mehr Raum frei und dann geht es weiter. Was heißt das für die Praxis? Du gehst in eine Position aufmerksam rein, spürst, wann kommt Spannung des Körpers dazu, reduzierst ganz klein bisschen, hältst und atmest nur. Und wenn du dann nach rund einer halben Minute merkst, es geht weiter, gehst du ein kleines Stück mit rein, bleibst hier einen Moment, damit der Körper das Signal bekommt, hier wird mehr Raum gebraucht, um dann wieder rauszugehen. Letzte abschließende Frage, wie lange dauert dann eine Position? Naja, rund eine Minute insgesamt, damit sie wirkt.